Apple Watch fliegt drohnenhaft zu einem weiteren Erfolgsprodukt. Und Parrot schafft Raum für weitere Ideen im digitalen Produktionssektor. Am 24.04.2015 erschien die Apple Watch. Zumindest bei denjenigen, die frühzeitig die Bestellung um den 10. April 2015 positioniert haben. Und alle anderen? Nun, die dürfen warten, bis es richtig heiß wird. Damit meinen wir den Sommer 2015 natürlich. Trotzdem scheinen schon über 2,3 Millionen Exemplare der Apple Watch vorbestellt worden sein. Das ist mehr, als Android Wear Geräte in einem Jahr verkauft hat. Der Kurs von Apple scheint in den ersten drei Monaten diesen Jahres mit umgerechnet rund 12,5 Milliarden Euro Gewinn erneut durch die Lüfte zu gehen. Das macht auch ein Produkt vorzüglich und wir glauben, dass wir in Deutschland noch am Anfang der Entwicklung und der Möglichkeiten stehen. Es geht um den Einsatz von Flugdrohnen, wofür wir die von Parrot bereitgestellte Bebop verwenden. Und welche Möglichkeiten sich daraus im digitalen Produktionssektor ergeben, das klären wir mit einigen allgemeinen Nachrichten und Verkündigungen in dieser Ausgabe. iPadblog.de – Notizen aus dem iPad-Alltag. Und da sind wir zum 23. App-Treff, unser neuer Name nach iPadblog Get Together Live Event. Mein Name ist Raphael Schimanski und an meiner Seite ist Sven Pfeiffer. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Auch willkommen hier im Publikum. Wir haben heute ein paar super schöne Themen und zwar wollen wir über zwei Produkte als Hauptthema reden. Einmal geht es um die Apple Watch, die am 24. April 2015 in, ich glaube, 27 Ländern erschienen ist. Und was wir auch noch als Highlight haben, wir haben ein bisschen Zubehör mitgebracht, beziehungsweise hat der Stan ein bisschen Zubehör mitgebracht. Und das ist die? Die Parrot Bebop Drone. Bebop Drone, komischer Name, ne? Ja, irgendwie schon. Bebop. Bebop, hört sich ein bisschen so nach einer musikalischen Richtung an. Ich kenne Games of Throne oder Games of Drone, aber das ist ja wieder was anderes. Das ist noch weit hergeholt. Auf jeden Fall möchten wir heute euch einfach mal eine unterhaltsame Episode wieder bieten. Wir werden natürlich über die iPad-Nachrichten reden. Wir haben auch mal einen Blick über den Tellerrand gewagt, weil bei uns im Studio ist auch heute ein Android-Gerät. Oh mein Gott. Tatsächlich. Wir machen es. Wir haben einen Samsung S6 Edge. Ich muss aufpassen, weil das ist nicht gerade so einfach wie bei Apple-Produkten. Das können wir uns auch kurz anschauen. Ein bisschen anderes Zubehör auch, was wir vielleicht mit dem einen oder anderen aus dem Publikum noch besprechen werden. Und wir haben ein paar Ankündigungen natürlich auch, die wir machen möchten. Aber ich denke, wir beginnen jetzt mit den iPad News. Neuigkeiten über das iPad. Was gibt es dort zu berichten? Oh Mann, wir hatten das 2010, diese Geschichte, als das iPhone 4 einem betrunkenen Apple-Mitarbeiter geklaut worden ist. Jetzt ist so etwas Ähnliches passiert, nämlich mit dem iPad. Oh, mit dem iPad, ganz genau. Ja, was ist dort passiert? Naja, im Grunde genommen haben sich da zwei Einbrecher die Testgeräte geklaut. Aber nicht nur das iPad natürlich, ich glaube, die haben ein bisschen mehr geklaut. Unter anderem ja, das iPad. Unter anderem das iPad, ja. Meinst du, die wussten, was sie da mitnehmen? Ah, ich denke schon. Ja? Ich denke, das war gezielt. Okay. Ich denke, das war gezielt. Mich wundert zwar, wie man in so einem Hochsicherheitstrakt wie Cupertino da sowas entwenden kann, weil ich kann mir vorstellen, da ist alles irgendwie mit Kameras ausgestattet und Video überwacht und GPS-Erkennung und was weiß ich und schlag mich dort, aber sie haben es geschafft. Man weiß ja eben auch nicht, ob es ein Prototyp gewesen ist oder doch, aber die Diebe erbeuteten halt ein paar rezeptpflichtige Medikamente, ja, also geht schon Richtung Drogen, ja. Die haben auch ein paar Elektrogeräte erbeutet insgesamt halt und auch Bargeld, $7,500. Das ist ein gutes Sümmchen, also dafür würde ich mir auch mal überlegen, mal vielleicht kurz irgendwo einzusteigen oder auch nicht, ja. Wenn ich dann auch noch vielleicht die Möglichkeit habe, ein Prototyp zu bekommen, was ich dann gewinnbringend vielleicht an einen Medienvertreter verkaufen könnte, so ähnlich war es ja auch gewesen, ne, mit dem iPhone 4, dann ist das gar nicht so ein schlechter Gang in der Nachbarschaft von Cupertino gewesen. Das war auf jeden Fall das Diebesgut und es ist ja bekannt bei Apple, dass die Mitarbeiter ja die Geräte ab und zu mit nach Hause nehmen können und auch dort testen können, was gar nicht mal so schlecht ist. Klar führt es dann auch mal dazu, dass wenn man nicht drauf aufpasst, solche Prototypen wegkommen. Aber wir haben nichts gehört vom iPad bisher. Nee, ich habe eine Meldung tatsächlich vor ein paar Tagen gelesen. Ich habe sie aber erstmal nicht für ernst genommen.
Das war auch ungefähr mit dieser Überschrift, dass das erste Testgerät aufgetaucht ist. Aber mehr wurde dazu auch nicht geschrieben. Es war so ein 3- oder 4-Zeiler im Netz. Ich habe zwar ein bisschen recherchiert, aber nichts anderes gefunden. Deswegen habe ich das eigentlich eher für so eine klassische Ente gehalten. Aber ja, jetzt wissen wir auch, warum dieser 4-Zeiler da entstanden ist. Vor vielen, vielen Jahren, als wir mal mit dem iPad Blog Get Together gestartet sind, hatten wir hier eine Veranstaltung. Da waren auch einige Piloten mit dabei gewesen. Und die hatten ein paar Wünsche gehabt. Erinnerst du dich noch an die Wünsche, die die Piloten geäußert hatten, was so toll wäre als Anwendung mit dem iPad, mit den Dokumenten, ne, hauptsächlich halt? Das war einfach so gewesen, dass wir hier echt saßen und gesagt haben, okay, das iPad ist jetzt auf dem Markt, was kann man damit machen? Ja? Und einer der Anwendungsbeispiele war gewesen, dass jeder Pilot, der startet, der hat erst einmal ganz viele Flugdokumente. Das ist eine Art riesengroßer Katalog, der ist dann ungefähr so breit. Ja? Und da werden Karten sind dort enthalten, dort sind Dokumente über die Passagiere und vieles mehr, teilweise vertrauliche Sachen. Und der Wunsch war einfach gewesen, dass man diesen Katalog digital aufs iPad drauf setzt. Leider ist das nicht immer gut, ja? Denn American Airlines hat das erste Mal über iPad-Probleme berichtet. Das heißt, Passagierflugzeuge wurden tatsächlich mit der Anwendung eines iPads komplett ausgebremst. Ja? Die digitalen Flugdokumente werden auf iPads halt abgespeichert. Es sind dann mehrere Flüge sind davon auch betroffen, vor allem American Airlines. Und so ist es halt gekommen, dass es zu deutlichen Verzögerungen gekommen ist, weil die App, wo diese Dokumente drauf gewesen sind, die konnte man zwar öffnen, aber die hat nichts angezeigt. Ja? Das ist total verflucht. Ich hatte gestern das Problem auf einem Windows-Rechner gehabt. Da wollte ich einen Benutzerkennwort eingeben. Joy war dabei gewesen, ja, ich habe es ihm live gesagt, weil sonst glaubt mir das ja keiner. Und dann musste er ein Kennwort eingeben. Die ersten Kennworte konnte ich eingeben, das dritte und vierte Kennwort ging aber nicht mehr auf der Tastatur. Egal was ich machen wollte, ob ich gewartet habe, ob ich die Lösung war aber, eine andere Tastatur anschließen über USB. Und dann konnte ich das Ganze natürlich ohne Probleme schaffen. Also es gibt so viele unerklärliche Dinge halt manchmal und da möchte man natürlich einfach davon sich entfernen. Gut. Bestätigung per Twitter-Nachricht. Einige Passagiere berichteten unter anderem auf Twitter, dass die Piloten von den diversen Problemen in den Durchsagen gesprochen hatten und mehrmals das iPad, damn iPad gesprochen haben. Ja? Und so gab es auch einen Twitter-Nutzer namens Bill Yacaruso, der an Bord eines der Flüge saß und der behauptete, dass iPads der gesamten Flotte davon sogar betroffen seien. American Airlines bestätigte ebenfalls auf Twitter, dass ein iPad-Problem bestünde. Gut, das heißt aber jetzt nichts Schlimmes, die Dinger sind trotzdem cool, ja, auch wenn der Absatz in den letzten Quartalszahlen beim iPad stagniert hatte. Die Zahlen sind aber trotzdem gar nicht mal so schlecht von den Apple-Produkten insgesamt. Ja, ich denke, das war es erstmal, was wir über den Problem am Flughafen und bei den amerikanischen Airlines berichten können. Und damit möchten wir es auch erstmal belassen an den Neuigkeiten. So viel war in der letzten Woche gar nicht zu berichten auf jeden Fall. Aber kommen wir jetzt zu unserem Titelthema. Das Titelthema: Fly High with Parrots Bebop and the new Apple Watch. Das passt eigentlich ganz gut, denn ja, du hast eben so im Vorgespräch und wir haben auch hier mit dem Publikum auch ein bisschen darüber gesprochen, die Apple Watch. Wir haben es vom letzten Mal gemacht, wir wollen es auch heute nicht platt treten. Nur ganz kurz, sie ist da, man kann sie jetzt kaufen, bevorzugt online. Wenn man in so einen Store geht, was passiert dann? Gab es Schlangen? Hast du irgendwas gesehen? Nee. Gab keine Schlangen? Also, ich war nicht im Store, ich habe es mir nicht live angeguckt, weil der Hype im Internet zu groß war, als dass man sich dann eher dann doch im Internet darüber erkundigt hat, als in den Store zu gehen. Ja, und es lohnt sich auch, weil es gibt ja die Apple Store App, ich glaube, hier im Publikum kennt man die auch sehr gut. Denn man kann jedes Produkt sich dort anschauen, mehrere Bilder durchswipen in der Größe des iPhones und dann kann man sagen, ja, ich kaufe es alles ganz gemütlich von seinem Mobile Device, also sprich von seinem iPhone oder iPad. Und wenn man sich die Watch anschaut, oder die Apple Watch anschaut, die sieht schon ganz gut aus, ist ganz nett, aber nett ist meine Mutter auch, ne? Allerdings, vor allen Dingen kann man sie sich ja virtuell am Handgelenk schon mal zu Hause anschauen. Habe ich die Möglichkeit mit einem Papier, das ich mir dann ans Handgelenk klebe, mir die unterschiedlichen Modelle dann mal anzuschauen und somit habe ich erst recht keinen Grund, in den Store zu gehen. Außer wenn ich die Funktion nochmal richtig kennenlerne. Aber da haben wir ja, wie in der letzten Sendung auch, den wie sagt man, Emulator, dabei gehabt. Und wann kommt deine Apple Watch? Ja, ich bin ja hin und her gerissen. Also ich
ich musste alleine schon, weil wir iPadBlog.de haben, müsste die schon längst da sein. Ich habe mich aber bewusst nach über 5 Jahren knallharter redaktioneller Arbeit dafür entschieden, einfach mal nicht sofort den ersten Trend mitzugeben. Das ist zwar vielleicht fatal, wenn unsere Zuschauer sagen jetzt auch, die werden nie mehr iPadBlog.de aufrufen, aber ich sage falsch. Ja. Wir bringen was über die Apple Watch natürlich, und wir haben auch die letzten Beiträge, sind zwangsweise sehr, sehr viel auch über Apple Watch, weil wir glauben, als Verlängerung eines iPhones, vielleicht auch eines iPads, aber primär eines iPhones, ist unsere Vorstellungskraft noch nicht ausreichend genug. Wir wissen noch gar nicht, wie wertvoll so eine Apple Watch sein kann für uns. Ja? Ich meine, wir werden ja auch hier bei der Denkform GmbH auch Kurse anbieten. Ja? Also wie kann ich die Apple Watch koppeln mit dem iPhone? Welche Funktionalitäten habe ich? Welche Anwendungen habe ich? Und ich meine, bei den meisten Anwendungen fehlte mir aber dann immer noch ein drittes Gadget. Das war dann zum Beispiel der Porsche Panamera, ein Porsche Cayenne, weil dann kann man das ja als Fernbedienung nutzen und man kann dann die Daten im Auto abrufen, aber dann, weißt du, da kaufst du schon ab 390 Euro nur eine Verlängerung des iPhones und dann fehlt dir noch das andere Auto, das Gadget oder ähnliches mehr. Also, Fazit vielleicht für uns, es ist eine Geschmackssache momentan. Ich glaube, das haben wir ja beim letzten Mal diskutiert und da muss ich mich auch nicht wiederholen, dass das ganz abhängig ist von dem Wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, wenn es gut funktioniert und wenn es gute Anwendungen auch gibt, warum nicht? Ja? Die Frage ist aber für mich viel eher, und das ist eine entscheidende Frage, wird jetzt jedes Jahr eine Apple Watch auf den Markt erscheinen? Wird sie jedes Jahr kleiner, flacher, bessere Kamera? Momentan hat sie noch gar keine Kamera. Ja? Das Band, was mit dabei ist, hat doch mal überhaupt gar keine Funktionalität, keine Sensoren sind da, keine Kameralinse ist noch drin. Vielleicht kommt das alles noch, vielleicht auch mit dem Zubehörmarkt. Third-Party-Anbieter, Stichwort halt gesagt halt. Wenn das alles vielleicht funktioniert und sich entwickeln wird, dann ja. Aber ganz ehrlich, wenn jedes Jahr eine Apple Watch Revision auf den Markt erscheint, dann ist da für mich der Reiz gestorben. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade meine richtige Armani-Uhr von Christ abgeholt, also von einem bekannten Uhrenmacher, und habe jetzt 7,90 Euro, respektive 12,90 Euro zahlt man, wenn es wasserdicht ist, halt abgeholt. Das mache ich einmal in 2 Jahren vielleicht. Und ich will mich morgens nicht darum kümmern, ist die Uhr jetzt aufgeladen, ja oder nein, ja, sondern ich will greifen, nehmen, irgendwo wieder hin tun und weiter geht's halt. Uhr ist für mich als Mann eine Art, wie soll man sagen, ich schmücke mich damit. Ja, so wie mit meiner Brille, mit dem Ring, was du auch halt hast. Das ist ein Schmuckstück. Ich kann mich damit etablieren, ich kann damit auftreten, ich kann damit auch eine Message ausdrücken. Aber ich muss momentan nicht unbedingt mit einer Apple Watch ausdrücken, dass ich ... Das sind jetzt Svens Gedanken, weil ich habe daraus resultiert, dass ich dann aber ihm unten durch wäre, wenn ich hier eine Apple Watch gehabt hätte. Sieht aber verblüffend ähnlich aus, oder? Ja, ähnlich. Ja, oder? Ich dachte auch, was meint ihr? Das ist... Ja, das denken viele. Vom Weib denkst du das als... Am 24. ich durch die Fußgängerzone und alle. Ja, aber war natürlich fake. Ja, gut. Also hier, das ist eine TomTom Sports Watch. Nur zu Interesse, da habe ich auch schon seit über einem Jahr. Wir haben auch auf iPadBlog.de darüber eine sehr ausgiebige Review geschrieben. Für diejenigen, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen, vielleicht eine erste Alternative. Ist nicht verkehrt, gerade für Sportler. Ich mag's. Soweit erstmal über die Apple Watch. Wenn Fragen sind im Publikum, dann gerne. Wenn ihr Fragen haben solltet, jetzt gerade, macht euer E-Mail-Programm auf und schreibt uns an info@ipadblog.de und dann antworten wir vielleicht innerhalb von 24 Stunden. So viel erst einmal zum Thema Apple Watch. Wir sind noch am Anfang, man kann sie kaufen. Wenn ihr Interesse haben solltet, dann online am besten. Trotzdem, wenn man das tut, Bestellung im Juni, Juli, kommen die dann auch erst zu euch nach Hause. Nicht mit einer Drohne, sondern normal mit dem Postpaketzusteller. Aber alles das werdet ihr dann selber herausfinden. Und in meinem Satz habe ich ja schon die Überleitung mehr oder weniger reinbringen können. Reden wir jetzt über die Drohne, die du seit wie vielen Tagen schon im Testflug hast? Seit 14 Tagen habe ich sie im Testflug. Ja, wir haben sie auch natürlich hier im Studio der Denkform GmbH mitgebracht. Größer ist die nicht, ne? Nein. Er hat 4 Rotoren. Vier Rotoren, genau. Das, was du hier vorne siehst, ist ein Styroporgehäuse. Ja. Aufgrund des Gewichtes. Es wird auch relativ warm. Hier ist auch der GPS-Sensor mit drin. Ist ja wie beim Handy, ne? Wenn ich eine Navigon-App anhabe, dann wird die auch super heiß. Ja. Ne? Kann ich was grillen oder Spiegelei? Wahrscheinlich. Also auf der kleinen Fläche zumindest. Ja. Gut. Der Akku, den können wir auch einfach mal kurz lösen. Damit der auch einfach mal geht sehr leicht raus. Es ist ein 1200 mAh.
Akku, der hält ungefähr, ist er angegeben, mit 9 bis 11 Minuten. Wobei man dazu sagen muss, je nach Wetterbedingungen, wenn es ein bisschen windiger ist und die Drohne entsprechend mehr Energie verbraucht oder braucht, dann habe ich natürlich halt einfach eine schnellere Auslastung des Akkus. Es empfiehlt sich, gleich 2 von denen zu kaufen. Ladezeit für einen Akku. Wie teuer ist ein Akku? So rund, ich glaube, 30 bis 35 Euro um die Drehung. Man kann aber auch von Drittanbietern Akkus kaufen. Da gibt es im Netz auch entsprechende Hinweise, welche Akkus da schon bereits erfolgreich genutzt worden sind und von der Leistung her noch ein bisschen stärker sind. So habe ich die Möglichkeit, noch alternative Produkte zu kaufen. Aber natürlich sollten die Zubehörteile auch entsprechend der wegen der Herstellergarantie auch dem Hersteller auch zugewiesen sein. Ist sicherer und gerade bei so Sachen wie Flugsteuerung, Flugsicherheit, da würde ich ja schon versuchen, ich meine, wenn ich einen Audi R8 fahre, gehe ich auch nicht zu Autohaus Obi Uzgürde, sondern gehe natürlich direkt zum Hersteller und lasse dort natürlich meine Inspektion auch machen. Das ist auch gut für den Wiederverkaufswert später, bei Audi R8 zumindest halt. Ich weiß nicht, wie das bei den Parrots ist, aber die sind ja relativ preisstabil. Ja. Vielleicht erstmal noch mal kurz, bevor du weiter über die technischen Details redest, der Preis im Internet. Was muss ich für diese Bebop Drone hinlegen? Also ca. 489 bis 499 Euro. Mhm. Das ist aber die Standardausführung, die man bekommt. Man hat entsprechend noch ein paar Schutzklappen, die man dann an der Seite für Indoor-Flüge noch anbringen kann. Man hat jeweils einen Satz oder zwei Sätze neue Rotoren. Man hat ein Übertragungskabel mit dabei. Das wird hier hinten reingesetzt, sehe genau, ich gerade. Das ist also Micro-USB, ne? Genau, richtig. Mhm. Ja. Dann wird es angeschaltet an den Rechner, beziehungsweise angesteckt, Rechner angeschaltet und los geht die Übertragung. Die Fisheye-Kamera hier vorne, 14 Megapixel, liefert euch da auch eine 1080p Bildqualität. Also insofern was Ordentliches auf jeden Fall. Wir haben das ja heute bei uns im App-Treff bzw. iPad Blog Get Together deswegen, weil wir auch Zubehör zeigen möchten, welches ihr mit eurem iPhone oder iOS-Gerät grundsätzlich steuern könnt. Und das ist jetzt der nächste Punkt eigentlich. Ja? Ich steuere das Ding über mehrere Möglichkeiten. Jawohl. Du hast es gesteuert mit? Ich habe es mit meinem iPhone 5 gesteuert. Dafür lädt man sich die App runter, App Flight 3. Wo ich dann entsprechend die Verbindung aufbauen kann zur Bebop-Drohne. Das Ganze wird so aufgebaut, dass ich mir ein eigenes WLAN-Netzwerk erstelle. Das heißt, ich muss erstmal in die Einstellung gehen, das WLAN der Bebop auswählen, dann die App anmachen und dadurch kann ich dann den Direktflug auch schon starten. Ein paar Grundeinstellungen, Kalibrierung natürlich vorerst durchführen, das ist ganz wichtig, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das Ding fliegt sich sofort als Einsteiger oder brauche ich eine gewisse Zeit? Wie war deine Erfahrung? Wie hat sich das angefühlt? Wie hast du deinen ersten Flug mit dieser Drohne absolviert? Also ich hatte erstmal ganz großen Respekt vor dem kleinen Fluggerät. Einfach weil ich Angst hatte, dass mir der Wind irgendwie das Ding irgendwo hinschleudert. Abgestimmt worden. Es ist, wenn man sich das so ein bisschen vergleicht, es ist wie früher, wenn man als Kind sein erstes ferngesteuertes Auto bekommen hat. Mhm. Ja? Also man ist unheimlich scharf drauf, es auszuprobieren. Aber man hat natürlich auch irgendwo ein bisschen Respekt davor, weil man sich der Steuerung noch nicht so, weil man der Steuerung nicht so her ist. Und dementsprechend bin ich auch sehr vorsichtig erstmal rangegangen. Und zwar gibt es eine Empfehlung, die würde ich so auch unterschreiben. Man sollte sehr langsam anfangen mit der Geschwindigkeit. Wir reden hier von einem Neigungswinkel bei der Geschwindigkeitsangabe, weil man muss sich so vorstellen, die Drohne fliegt ja im Prinzip nicht so mit dem Schub von hinten, sondern sie neigt sich, je nachdem wie ich es einstelle, also 5 Grad, 10 Grad, 30 Grad und dementsprechend kriegt sie den Speed drauf. Bei 30 Grad fliegt sie sehr, sehr schnell, sodass ich wirklich Probleme habe, erstmal der Bebop-Drohne zu folgen. Im ersten Moment, wie gesagt, langsamer Flug, sich überhaupt erstmal an die Drohne zu gewöhnen, an die Flugeigenschaften sich zu gewöhnen. Und dazu bitte, ganz ehrlich, geht irgendwo aufs Feld, auf eine große Wiese, auf einen Fußballplatz, auf einen riesengroßen Parkplatz, wo keine Bäume in der Nähe sind, keine Stromleitungen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ihr müsst euch auch vorher erstmal erkundigen, ob ihr bei euch im Gebiet fliegen dürft. Solltet ihr irgendwo an S-Bahn-Stationen wohnen, Flughafengebiete und sonstiges, dürft ihr dort natürlich nicht fliegen. Hier nochmal der Hinweis, dass es jeweils in der Ordnungsbehörde eurer Stadt, wo ihr wohnt, dann auch Hinweise zum Fliegen mit der Drohne auch
abgerufen werden können bzw. angefragt werden können. Die können euch dann ganz genau sagen, was nämlich erlaubt ist und was nicht. Sonst kann es ganz schön Ärger geben. Aber es hat Riesenspaß gemacht. Die ersten Flüge, wie gesagt, waren einfach fantastisch. Das Ding ist hochgestiegen, es bleibt erstmal eine Grundhöhe stehen. Und ich bestimme mit der App, wie hoch das Ding fliegt, wie schnell. Man kann auch kleine Loopings damit machen in unterschiedlichen Varianten. Also wenn sie praktisch in der Luft schwebt und ich drücke einen bestimmten Befehl, eine Befehlstaste in der App, dann sieht man, wie sie dann entsprechend einmal sich dreht oder nach vorne und nach hinten kippt und wie auch immer. Also da gibt es kleine Spielereien und das macht einfach Spaß. Aber der größte Spaß ist eigentlich die Aufnahmen, die man damit machen kann. Man muss sich erstmal an die Aufnahmen gewöhnen. Also das, was man nur oft sieht im Fernsehen, wenn ich zum Beispiel über so einen Baum fliege, was man früher mit Kamerakränen gemacht hat, einen riesengroßen Kamerakran aufgebaut hat, um diese Luftaufnahme hinzubekommen, das geht jetzt mit der Bebop-Drohne einfach total einfach. Ich muss einfach nur schön drüber fliegen, einen leichten Anstieg, nicht zu schnell und habe dann entsprechend die Optik wie früher mit dem Kamerakran. Ja. Und wenn man sich das später dann auf dem Rechner anschaut, dann findet man das einfach toll. Die Parrot Bebop Drone ist natürlich ein Produkt, was man genauso in Frage stellen könnte wie die Watch oder auch andere Produkte, die bei uns im Zimmer, Büro oder in unserem Umfeld herumliegen. Wir möchten aber jetzt vielleicht nochmal kurz analysieren, Sven, und auch unseren Zuschauern vielleicht auch verraten, in welchen Feldern vielleicht so Drohnen, jetzt außer, ja, wir transportieren Päckchen mit Drohnen und ähnliches mehr, wofür wir sie heute sinnvollerweise einsetzen können. Wir haben uns ein paar Gedanken im Vorfeld gemacht und haben gesagt, okay, ich kaufe eine Drohne, weil. So, vielleicht fange ich jetzt einfach mal an mit dem ersten Punkt, ja, warum kaufe ich mir eine Drohne? Ihr kennt sicherlich alle den Film Titanic. Sehr schön, ganz toller Film. Hat man sich bestimmt 53 Mal angeguckt, 53 Mal nie zu Ende geguckt, in Überlänge. Aber es gibt eine Szene, wo das Schiff gezeigt wird. Und zwar fängt man vom Bug an, es geht einmal über das Schiff und geht einmal rüber. Das wurde damals mit ganz, ganz, ganz vielen Effekten am Rechner erstellt worden. War auch nicht ganz so günstig gewesen. Und damals ist ja schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre zurück. Schlag mich, 14 Jahre, keine Ahnung. 96, da war es deutlich über 18 Jahre. Auf jeden Fall sind diese Möglichkeiten jetzt super cool. Ich brauche keine Visual Effekte mehr dafür zu verwenden. Ich muss nirgends mehr wo kompliziert irgendwo Schnüre aufstellen, Kameras laufen lassen, sondern ich nehme eine Drohne für, ich sag mal, den Preis einer Apple Watch oder auch ein bisschen mehr, hoffentlich ein bisschen mehr bei der Drohne und kann dann diese ganzen Funktionalitäten halt haben und dementsprechend eine wunderschöne Szene reinbringen, die sehr trickreich ist. Und ich freue mich auch zum Beispiel, wenn wir mit unserem Partnerportal KissMyDrive am 2. Mai, wenn ihr das jetzt seht, dann haben wir die Tour schon hinter uns gemacht, wir machen eine professionelle, filmgeführte Motorradtour. Das heißt, wir werden vom Cabrio aus eine Handycam, eine Steadycam haben, wir werden Helmkameras mit dabei haben von GoPro und von Garmin und wir werden auch die Drohne in den Einsatz bringen. Und ich freue mich ganz besonders auf die Aufnahmen von Motorradfahrern, wo man auf der gleichen Ebene sitzt und man denkt so als Zuschauer, okay, da fährt ein Auto gerade neben dem Motorrad, ich verstehe, wie die Aufnahme gemacht wird und irgendwann mal geht die Drohne nach oben und ich freue mich einfach auf diese Aufnahme, wo man Landschaft, wo Motorräder, Fahrer, bekannte Fahrer sehen wird und da werden wir noch einiges tun. Also da wird unser Joy hier noch ordentlicher im Schnittstudio und in der Schnittkammer verbringen. So, aber das nur am Rande gesagt, das ist so eines der ersten tollen Sachen, also Videosequenzen mit der Drone, die man vorher in komplizierter Aufwendung gemacht hat, jetzt mit der Drohne. Nächster Punkt. Ja, nächsten Punkt hätten wir zum Beispiel Land- und Baugebiete. Die brauchen natürlich eine entsprechende Berechnung oder einen Überblick von oben. Hausbesitzer zum Beispiel, Grundstücksbesitzer, die wollen irgendwie bestimmte Aufnahmen haben von ihrem Gebiet. Und dafür kann ich die natürlich super einsetzen. Erstens, weil das erlaubt ist. Zweitens, weil ich mit dieser Kamera zum Beispiel, das ist eine 180-Grad-Kamera, das heißt, auch wenn die Drohne gerade schwebt, kann ich die Sicht nach unten lenken und kann Fotos machen und kann Videos machen. Das kann ich auch alles über die App steuern. Das heißt, ich kann zwischendurch die einfach in der Luft schweben lassen und kann sagen, okay, jetzt hören wir dem Video auf und jetzt machen wir ein paar Bildaufnahmen.
Hey, wie oft kennt man das? Man ist bei Leuten, vorzugsweise bei älteren Leuten, und im Wohnzimmer ist dann irgendwie eine Luftaufnahme vom eigenen Haus. So total vergilbt das Bild, und so kennt ihr wahrscheinlich auch noch, ja? Und jeder ganz stolz, das habe ich gebaut. Ja, das ist cool, ja? Das ist gar nicht mal so verkehrt, aber heute könnte man das machen, wie du es gesagt hast. Genau, ja? Richtig. Und das finde ich super. Machen wir bei uns auch mal. Das machen wir. Ja? Ja. Vor der Tour vielleicht noch. Ja? Wir haben schon mal ein Date, sehr gut. Ja, und dann eine weitere sehr, sehr gute Anwendung meines Erachtens, das ist die Aufnahme bei Exhibition Fairs. Messegelände oder Messerundflüge. Da kann man unter zwei Kategorien unterscheiden. Einmal den Indoor-Rundflug, das heißt, ich möchte einem Unternehmen zeigen, wie sieht der aktuelle Messestand aus, weil der Vorstand gerade auf der anderen Seite der Erdhalbkugel sitzt und ganz gerne in einem wunderschönen Videobeitrag sehen möchte, wie das Messegelände bzw. der Stand halt aussieht. Oder wie sieht Halle 3 aus insgesamt, und einmal ein Überflug über alle Stände. Nicht nur von der Ich-Perspektive, sondern vielleicht einmal wirklich von oben oder von unten. Ja, ich glaube, das sind super coole Aufnahmen, die man mit so einer Drohne machen kann. Ja, und die zweite Kategorie, ganz einfach, das sind die Outdoor-Aufnahmen bei Messen. Das heißt, wie sieht das Messegelände aus? Wie komme ich vom Eingang West direkt zum Messestand 9B in Halle 16? Das kann ich alles individuell zeigen, individuell produzieren und auch individuell in Gleichzeitigkeit hochladen. Das sind, glaube ich, so die Hauptanwendungen, die man mit einer Drohne machen kann. Also Indoor, Outdoor, man kann Berechnungen nehmen, man kann auch Fotos mit der Drohne ja auch machen und dann später in einem Bearbeitungsprogramm dort irgendwelche Kennzahlen, Maßzahlen auch einzufügen halt. Und wie gesagt, halt für tolle Szenen, Tourenaufnahmen. Ich meine, das ist jetzt nur ein Teil des Eisberges, was wir hier in der heutigen Sendung ankratzen. Aber ich finde es sehr, sehr sinnvoll. Sinnvoller vielleicht als eine... Ja, gut, lassen wir es. Leidenschaft. Nein, ich lasse es. Irgendwann komme ich damit an und dann lacht ihr mich aus oder so. Aber ich muss es ja auch, ich werde es auch haben. Aber vielleicht nicht zum momentanen Zeitpunkt. Soweit auf jeden Fall kurz analysiert, wie man das Anwendungsgebiet von Flugdrohnen im digitalen Produktionssektor einsetzen kann. Kommen wir jetzt zu den Produktvorstellungen am 23. App-Treff am 30. April 2015. Und ich beginne mit einem Buch, wer hätte das geglaubt, in gedruckter Form. Google, Facebook und viele andere Unternehmen gehören schon zu den größten Unternehmen dieser Welt. Selbst Apple gehört mit mehreren Milliarden zu den wertvollsten Unternehmen. Aber wie hat alles angefangen und wo ist der Ursprung? Wir sehen im Hintergrund das Silicon Valley, und genau darum geht's, denn die Superstars von heute werden ganz genau dort dargestellt. Und wer sein Geld richtig investieren möchte, der macht das als Investor. Und das sind genau die Leute, die sehr, sehr viel Geld verdient haben, indem sie Firmen vertraut haben, indem sie zum Beispiel, der dritte Apple-Mitbegründer hatte, glaube ich, 150 oder 250 Dollar investiert in Apple, ist relativ frühzeitig rausgegangen, ist aber heute Milliardär damit geworden. Wie eBay angefangen hat, wie Hewlett-Packard angefangen hat, wie die Brains im Silicon Valley arbeiten und zum Erfolg gekommen sind, das alles zeigt sehr eindrucksvoll der Autor Thomas Rappold. Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen. In den nächsten Tagen wird hierzu nochmal eine Review erscheinen. Dieses Buch macht einfach Spaß zu lesen, gerade als Apple-User, als Apple-Nutzer, wo auch sehr, sehr viele Kommentare zu dem Unternehmen, zu deren Produkte und zu den Strategien im Silicon Valley durchgezogen worden sind. Super geniale Hintergrundwissensdatenbanken, muss man eigentlich sagen. Und wir machen auch ein Gewinnspiel, denn der Verlag hat uns auch ein zweites Exemplar zur Verfügung gestellt. Das werden wir an euch verlosen. Auf der Seite shop.ipadblog.de präsentieren wir eine kleine praktische Dockingstation fürs iPhone 6. Für alle die, die irgendwie es leid haben, ständig mit dem Kabel zu hantieren und ein bisschen Ordnungsfanatiker sind, so wie ich zum Beispiel. Ich brauche alles akkurat an meinem Tisch und praktischerweise auch übersichtlich, kann man natürlich mit so einer Dockingstation sich da Abhilfe verschaffen. Kleines Feature noch bei der Dockingstation ist, dass sie zwei integrierte kleine Boxen hat, wo die Töne umgeleitet werden. Das finde ich auch ganz nett und ja, klein, praktisch, sinnvoll. shop.ipadblog.de. Genau. Eines der nächsten Produkte erübrigt sich, denn die meisten wollen ja hier dabei sein, weil sie iOS-Geräte sehen möchten. Aber ich mache heute eine große Ausnahme. Der Grund ist, ich möchte in unseren Sendungen und auch hier im Publikum, wenn wir auch uns austauschen, nie Scheuklappen haben. Ich bin ein Mensch, der sagt, es gibt immer eine gute Produktline, aber andere müssen mitziehen können und genauso gute Produkte mitbringen können.
Wir haben es vor einigen Monaten gemacht, da haben wir das HTC One Mini 2 verglichen mit dem iPhone 6. In einigen Abschnitten hat es auch sehr, sehr überzeugt. Heute haben wir ein anderes Flaggschiff, und zwar ist es ein Android-Gerät, um genau zu sein, ein Samsung Galaxy S6 Edge. Und im Hintergrund ist es auch, dieses Gerät soll als Counterpart eines iPhone 6, das liegt da hinten, mit funktionieren. Die ganze Sache ist relativ einfach. Ich möchte es jetzt nicht konkret auseinandernehmen oder ganz konkret belegen. Wir haben dazu ein paar schöne Videos. Einmal die Auspackzeremonie von dem Samsung S6 Edge und Galaxy habe ich jetzt vergessen, aber es macht nichts. Und wir haben natürlich auch ein paar Sachen, wie kommt die SIM-Karte rein, wie stelle ich es halt ein, wie transportiere ich meine Kontakte und meine erste Information auf dieses Gerät. Was ich aber an dem Gerät schon mal sehr mag, obwohl ich überzeugter iPhone-Nutzer bin. Es ist für mich definitiv die Alternative, auch in der Farbe Weiß finde ich es richtig schön. Es liegt auch sehr gut, die Kanten sind gar nicht scharf. Und man kann zum Beispiel, wenn man hier die Grafik im Vollbildmodus halt hat, kann man zum Beispiel eine RSS-Feed hier an der Seite laufen lassen. Ja? Man hat einen Schnellzugriff, indem man einfach mal so über die Kante wischt und hat dann zum Beispiel in 6 peppigen Farben seine 6 Durchwahlnummern halt insgesamt da. Das ist super flüssig. Wir haben hier ein Betriebssystem, das sich nennt Android 5.0. Und das Gerät macht mit dem Play Store, mit der Ökologie sehr, sehr viel Spaß halt. Wenn ich an die fehlende Speicherkarten-Slot denke, sage ich mir, ja, ist vielleicht ein Schritt zurück, aber es geht trotzdem sehr, sehr gut halt. Die Kamera macht unheimlich viel Spaß, ja. Wir haben auch ein Vergleichsbild oder in unserem Vergleichsbericht zeigen wir die iPhone 6 Kamera versus die Samsung Galaxy S6 Edge Kamera. Hier kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, ist ganz interessant, das Datenvolumen beim iPhone 6, wenn ich ein Bild mache, habe ich ungefähr 3,9 MB weniger auf meiner Festplatte. Mache ich mit der Rückkamera von dem Samsung Galaxy S6 Edge ein Bild, dann beläuft sich ein Bild mit einer Datenmenge von ca. 9 MB. Das heißt, also ich habe deutlich mehr Pixel, aber auch eine viel, viel schönere Sättigung halt insgesamt, was auch nicht unbedingt heißen soll, das iPhone 6 ist schlecht von der Kamera, aber wir haben hier ganz eindeutige Merkmale, wo wir sagen können, wenn wir mal über den Tellerrand hinwegschauen, dann haben wir auch in anderen Geräten einfach interessantere Kameras halt insgesamt. Wer sich den ganzen Test von dem Samsung Galaxy S6 Edge mal anschauen möchte, der ist herzlich eingeladen, auf iPadblog.de oben rechts auf die Suche zu gehen und das Gerät einzutippern. Hier in Weiß, Samsung nennt es White Pearl in der 32 GB Version. Reicht eigentlich auch. Und der unverbindliche Preisempfehlung liegt, glaube ich, bei 849 Euro. Ja, geht vielleicht ein paar Wochen auch vielleicht ein bisschen günstiger. Aber ansonsten ist es so das Gerät, was man gerne mitnehmen sollte. Soweit also mein Blick über den Tellerrand. Jetzt haben wir hier noch was anderes. Der Sven hat eine Angel mitgebracht. Ja, sozusagen. Ich packe die Angel mal aus. Wie heißt denn die Angel? Also, Joby aus der Action Chip-Kit und Pole-Pack nennt sich das Ganze. Kann man sich das wie so eine Riesenangel vorstellen, an der man dann eine Action-Cam anschließt. Also im Grunde genommen wird das mit Sicherheit hier einfach alles zusammengesteckt. Mhm. Das ist jetzt im Prinzip die Stange, wo dann entsprechend ein Halter montiert wird. Hier kommt eine Kamera rein, ja? Da kann jede Kamera anscheinend nehmen, ne? Das ist ja ganz normale Standard. Eine Standard-Action-Cam, was ist eine Standard-Action-Cam? Also eine Action-Cam? Nee, eine ganz normale Kamera. Oder eine ganz normale, ja. Das ist ja genau richtig. Das ist egal. Dann haben wir hier nochmal so ein Ding, was ist wahrscheinlich das Gegenstück davon. Genau. Das wird dann vorne dran gemacht. Eins wird oben dran gemacht, eins unten. Und wofür werden wir es anwenden? Wir sehen es hier nochmal, ne? Genau, richtig. Also zum Beispiel die Motorradfahrer, die nebeneinander fahren und sich ihre Stunts aufnehmen wollen oder wie wir es jetzt vorhaben bei der Aktion mit Kiss My Drive, dass wir die Motorradfahrer aufnehmen und praktisch das nutzen, mit der Kamera dann verschiedene Positionen aufzunehmen und auch ein bisschen höher zu gehen, mal von oben die Sichtweise zu ändern. Und das machen wir nicht nur mit der Drohne, sondern das machen wir auch mit solchen Hilfsmitteln zum Beispiel. Ja, ich habe es schon aufgemacht. Also hier kann man es verschieben, hier kann man es aufdrehen, dann wird das hier an den Stock hochgezogen und hochgedreht bis zu einem Punkt, wo man es gerne haben möchte, festgeschraubt und dann dreht sich das halt hier mit einer Befestigungskordel und somit kann ich eine Art Kamerafahrt von diesem langen Stick von unten nach oben halt setzen. Ich bin echt gespannt drauf, wie die Aufnahmen werden halt, ja. Also wir haben es jetzt hier gerade das erste Mal ausgepackt, aber Es ist auch sehr leicht, es fühlt sich gut an, ja. Kommt sich echt so ein bisschen vor wie ein Angler. Aber auch dieses Ding hat uns Joby zur Verfügung gestellt, das wird ausgiebig verlost. Wir benutzen es jetzt halt einmal für diese Review, danach packen wir es wieder in den Originalkarton zu und werden im Mai
diesen, ja, ich nenne es mal Joby-Stick verlosen. Und darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Und die Aufnahmen werdet ihr auf Kiss My Drive, unserem Partnerportal, sehen. Und was wäre der App-Treff, wenn wir nicht die passenden Apps heute vorstellen würden? Zwei Stück habe ich euch heute mitgebracht. Eine davon geht in den Bereich der Navigation. Jeder hat es, jeder kennt es. Angefangen von der Google-Navigation, die wir haben, über der Navigon-App, die sowieso auf einigen Geräten schon vorinstalliert ist, möchte ich euch heute eine ganz besondere App ans Herz legen. Gerade die Leute, die ganz gerne wandern, wenn das der Weg, das Ziel ist insgesamt halt. Und wer viel vielleicht nicht nur wandert, sondern auch vielleicht Fahrrad oder Mountainbike fährt halt. Wer sich auch vielleicht durch Touren inspirieren lässt halt, ja. Wer einfach mal losgehen möchte, ein paar Daten sammeln möchte, GPX-Dateien importieren, exportieren möchte, seine Tour mit Fotos anreichern möchte, der sollte sich bei dem Portal Komoot anmelden. Das Gute daran ist, A, die App ist kostenlos und dann kann man sich die ganzen Tourenwege sich genauer anschauen. Und wie gesagt, im August 2012 gab es die erste Nachricht, dass der Navigationssektor frischen Wind bekommen hat. Da hieß nämlich, Komoot 4.0 für das iPhone ist die erste Navigations-App mit Sprachanweisungen für Radfahrer, Wanderer und Mountainbiker. Im September 2012 folgte dann noch eine Version für Radrennfahrer. Und heute sind wir so weit, dass wir sagen können, Komoot organisiert die Fahrradtouren für die Apple Watch. Das heißt, es gab nach dem 24. April 2015 ein kurzes Update. Jetzt ist auch die Apple Watch ein guter Begleiter für, ja, Komoot halt. Das Gute ist, ich habe das einmal auf der App oder als App, aber es gibt auch ein Webportal, wo ich mich anmelden kann, entweder über Facebook oder über eine separate E-Mail-Adresse und den Zugangsdaten, und dann kann ich entscheiden, wo geht die nächste Tour hin. Ja, es gibt auch In-App-Käufe, die sind aber absolut fair, denn es gibt einmal die Gratis-App, die es ermöglicht, seine eigenen Touren zu planen in dem Gebiet, wo man wohnt. Deswegen ist es auch wichtig, dort GPS eingeschaltet zu haben. Möchte man aber ein bisschen mehr an Touren haben oder mehrere Karten halt haben, das heißt die ganze Natur neu entdecken, dann sollte man sich eine weitere Region hinzukaufen. Das ganze Paket kostet 29,99, wenn man alles haben möchte, all in. Man kann aber auch einzelne weitere Gebiete kaufen. Da liegen die Preise bei ca. 8,99 €. Wir glauben, dass es absolut fair ist, weil es auch Spaß macht. Ihr habt personalisierte Empfehlungen, punktgenaue Navigation, ihr habt Live-Informationen, ihr habt auch eine Offline-Verfügbarkeit. Für ganz, ganz, ganz viele Leute ist das eines der Hauptkriterien, sich so eine App überhaupt anzuschauen. Wie gesagt, in der Grundbasis ist sie frei verfügbar. Man kann sie also kostenfrei aus dem App Store laden. Ja, das Gute auch daran ist, dass wir hier heute als App-Treff heute was ganz Besonderes haben. Nämlich wir haben zwei Codes für das komplette Kartenmaterial. Das heißt, 2x29,99 € wird von Komoot und von der Agentur uns hier für heute zur Verfügung gestellt. Wie man an die Codes halt herankommt, das machen wir hier mit unserem Publikum aus. Sollten welche Codes übrig bleiben, dann werdet ihr als zweite Instanz gerne informiert. Das ist auf jeden Fall Komoot im Bereich Navigation. Freitagabend auf der Couch, nicht mit meiner Frau, aber der Fernseher läuft. Was machen wir? Wir wollen durchs Fernsehprogramm schauen. Wenn ich nicht unbedingt den Electronical Program Guide habe, kurz EPG, dann bin ich natürlich auf Fernsehprogrammzeitschriften angewiesen. Als ich kleiner Junge gewesen bin, hat mich meine Mutter immer zum Kiosk geschickt und ich musste für 90 Pfennig auf einen Blick kaufen. Der Vorteil war, ich habe Fernsehprogramm gehabt und den neuesten Tratsch und Klatsch. Das will ich nicht mehr haben, heute will ich es professioneller machen. Ich sitze immer noch auf meiner Couch im Jahre 2015, habe aber ein iPad zur Hand. Dafür brauche ich auch eine passende App. Diese App nennt sich TV Pro. Gibt es auch in der Basisversion. Was habe ich hier? Ich habe hier vier Reiter im linken Bereich. Und das Schöne an dem Reiter ist, ich sehe gerade, was nach Quote gerade geschaut wird oder nach der eigenen Reihenfolge. Also gerade aktuell um 20.33 Uhr, wo wir hier am Donnerstag, dem 30.04. stehen, sehe ich zum Beispiel, dass die große Show der Naturwunder von 19% angeschaut wird und direkt kurz danach gefolgt mit 16% bloß kein Stress. Und was ich nicht verstehe, ist, dass meine Lieblingssendung Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum nur 5% hat. Was ist los? Zu viele Staffeln oder was, Heidi? Aber nichtsdestotrotz, das kann ich mir absolut gerade anschauen. Wenn ich mir beispielsweise ein schönes Serienstück ausgesucht habe, wie zum Beispiel die große Show der Naturwunder, die seht ihr hier,
Ich klicke jetzt hier drauf. Dann kommt ja hier so ein Infofenster. Und dort sehe ich natürlich, wie viel Uhr es läuft, was es ist, eine Wissensshow. Und ganz, ganz unten, nach den Herrscher und wer die Moderation macht, habe ich ja mehrere Punkte. Merken, Folgen, Wiederholungen, Überblick zeigen. Und bei einigen, nicht bei allen, kann man im Live-TV umschalten. Das ist jetzt bei mir freigeschaltet worden. Und wenn ich da draufklicke, kommt halt die andere App, die TV-Live-App, halt direkt raus. Und ich habe hier direkt meinen Livestream. Total genial. Ohne Kabel, alles übers Internet halt. Und jetzt sehe ich das gleiche hier auch nochmal, den Stream. Kann den auch vergrößern. Und habe hier einen Fernseher. Und ihr seht es gerade, auf meinem iPad läuft es. Und wird dann halt bei uns im Studio direkt auf die Leinwand gesetzt. Und dann bei Bloß kein Stress, ist ein Tagestipp. Ich sehe, dass es heute um 20.15 Uhr schon läuft. Um was es geht, welche Kategorie es hat, wie es bewertet wird in der jeweiligen Kategorie. Für Nutzer es auch bewertet haben. Und ich kann es netterweise auch weiterleiten als Nachricht, Mail, Twitter und ähnliches mehr. Das mache ich an dieser Stelle jetzt aber nicht halt. Dann habe ich nochmal Tipps schon auch gemacht bekommen, dass ich hier sehen kann mit schönen Grafiken, was auf welchen Sendern läuft, welches Genre es unterlegt ist. Und wenn ich zum Beispiel großer Dirty Dancing Fan bin, der sich auf den Sender Vox ja, die Tanzfilme nochmal anschauen möchte, bekomme ich hier nochmal die ganzen Informationen. Kann es auch vergrößern. Das Bild hier, also hätte ich eben vielleicht nehmen sollen als Hintergrundbild für meine ganze Präsentation. Kann jetzt hier entlang gehen und sagen, okay, mein erster Eindruck, sexy, hexy. Gucke ich mir auf jeden Fall an, das ist mein Film. Das habe ich ja bestimmt auch schon vor 15 oder 15 Jahren schon ebenfalls, glaube ich. Verkleinere das Bild wieder. 1987 ist es, im Format 16:9. Wer spielt halt mit? Und wenn ich es zum Beispiel auch mir merken will, dann habe ich hier eine Merkliste. Dann ist da ein roter Button. Dann habe ich mir das gemerkt, kann mir das auch später zusammen anschauen. Ich kann auch mir die Wiederholung suchen oder mir im kompletten Überblick nochmal anschauen lassen. So kann ich nachgehen. Ich kann auch nach Sendern durchgehen, ich kann nach Sparten durchgehen und wie gesagt, hier habe ich den Zeitstrahl, was gerade jetzt läuft und kann hier entlang wischen und sehe mein ganzes wunderbares Fernsehprogramm. Es gibt auch noch einige Einstellungen, die sind insofern wichtig, weil man hier TV Pro Gold haben kann. Das heißt, das eigene TV Pro Programm, dafür brauche ich eine eigene ID. Das kann entweder vom Hersteller Equinox, da ist die ID angelegt halt, und ich kann mich komplett neu darstellen lassen halt. TV Pro Gold Status, dein volles Programm mit ganz, ganz, ganz vielen neuen Features und TV Pro Gold aus deiner TV Pro ID läuft bis, bei mir ist es der 24.07.2015. Ich kann es ja auch nochmal entsprechend verlängern. Ich habe hier wirklich dann, wie ihr hier sehen könnt, ein paar mehr Highlights, die ich dann als Gold-Teilnehmer haben möchte, aber das könnt ihr euch dann nochmal im ausführlichen Bericht, den es auf ipadblog.de zu lesen gibt, in Ruhe zu Gemüte legen. Also, TV Pro Gold, wer da jetzt schon Interesse hat, auch hier haben wir insgesamt 5 Codes von der Firma Equinox bekommen, die werden wir aber auch hier auf dem App-Treff natürlich verteilen. Sollten wir übrig bleiben, werdet ihr als Nächste davon hören. Da haben wir noch ein paar Ankündigungen für euch. Am 5.05.2015 startet unser neues crossmediales Projekt namens idroneblog.com. Sehr gut. Passt natürlich gerade zur heutigen Sendung. Seid gespannt. Auch dieses Projekt wird professionell umgesetzt auf dem Content Management System WordPress. Und das Coole daran ist, dass WordPress ja eigentlich schon im redaktionellen Umfeld sehr, sehr oft genutzt wird. Ja? Und das Besondere ist, dass dieses Webprojekt als Referenz von einem ganz besonderen Unternehmen ja, zustande kommt, nämlich WordPress Uni oder kurz WP Uni. Und die zeigen, wie iDroneBlog, einmal iDroneBlog.de und iDroneBlog.com in WordPress komplett eingerichtet wird. Also wenn ihr Interesse habt, in WordPress zu arbeiten mit einem professionellen Content Management System, und da hat sich WordPress in den letzten Zeiten ja sehr, sehr gesteigert, der hat diese Möglichkeit, sich dieses Video anzuschauen. Nicht kostenfrei, denn das Geschäftsmodell ist, dass dort Lehrvideos dargestellt werden. Aber es gibt bei uns in den Shownotes einen Code, mit dem ihr richtig sparen könnt, bis zu 50% Nachlass auf die Videos. Grundsätzlich, es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich die Einsteigerkurse zum Erlernen von WordPress, weil es geht ja hier um einen Anbieter von WordPress-Lehrvideos. Und es gibt auch einen kostenlosen Schnupperkurs, den man sich anschauen kann. Die sind einfach ganz gut erklärt. Und wer immer mal irgendwie anfangen wollte und nicht weiß, wie, wo, was brauche ich dafür,
Hostingbetreiber, Datenbank anlegen. Ja, ich meine, jeder sagt so, ich mache mein eigenes Portal, ich will irgendwas mit Medien machen. Hast du bestimmt auch ganz oft gehört. So einfach ist es nicht, meine lieben Zuschauer. Es ist nämlich fucking schwierig. Und das sage ich deswegen, weil wir mit über 5 Jahren Erfahrung im CMS-System einfach wissen, welche Hürden es kommen. Und es bleibt jetzt auch nicht dabei, dass man ein System aufsetzt und dann funktioniert es. Ja? Es gibt Hackerangriffe von außen. Andauernd müssen irgendwelche Plugins oder auch die Versionen des WordPress-Systems installiert und initiiert werden. Und da kann es schon mal, wenn eine Datei nicht in Ordnung ist oder eine Datenbank mal schwächelt, zu einem Komplettabsturz und damit zu einem Komplettausfall des Portales kommen. Ich habe es an eigener Haut erfahren können, es war nicht einfach gewesen, aber wie gesagt, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat und er zeigt, wie unser Projekt am 5.05.2015 erstellt wird, als Referenzprojekt halt. Und der Knaller ist auf jeden Fall, es gibt auch das WP Uni Support Paket, das geht ebenfalls an den Start. Und das Beste, alle App-Treff-Nutzer, die bereits mit WordPress arbeiten, bekommen den ersten Monat für nur 10 Euro statt 39,90 Euro. Und so einfach war es noch nie, WordPress-Probleme insgesamt zu lösen. Ja, und wie bekommt man eine Vergünstigung? Das könnt ihr alles ebenfalls in unseren Shownotes nachlesen. Die Gutscheine, die dort zur Verfügung stehen, die gelten allerdings so bis zum 17.05.2015. Das heißt, ihr müsst euch also relativ schnell entscheiden. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir mit den Ankündigungen durch. Kommen wir zu den abschließenden Hinweisen. Und das war es auch schon wieder fürs Erste auf jeden Fall. Jetzt ist Ende April, ihr seht es jetzt im Mai 2015, den 23. App-Treff hier bei der Denkform GmbH. Wir möchten abschließend sagen, dass der nächste App-Treff, der 24. schon, muss man bedenken, ja, also richtig weit, wieder auf unserer Webseite kommuniziert wird und auch bei der Denkform GmbH. Der Termin wird voraussichtlich am 28. Mai 2015 sein. Ja, wir danken natürlich auch unseren Show-Sponsoren. Das ist die Denkform GmbH und ZapWorld. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, haben wir 2 tolle Communities für euch. Einmal, wer in Xing gut unterwegs ist, der soll sich bei der Xing-Gruppe, dem iPad-Blog-Fachforum anschließen. Einfach eine Bewerbung schreiben. Wir gucken uns genau die Bewerbungsunterlagen an und dann werdet ihr freigeschaltet werden. Das Gute ist, ihr bekommt regelmäßig die Einladung, hier auch mal vorbeizukommen und bei unserer Videoproduktion dabei zu sein, uns live kennenzulernen und uns hinterher in gemütlicher Network-Atmosphäre ja, den Abend ausklingen zu lassen. Die Denkform hat hier einen wunderschönen Raum zur Verfügung gestellt, wo es auch mal Plätzchen gibt und die Verpflegung dargestellt ist halt. Und wie gesagt, ihr könnt mit euren Problematiken, mit euren Erfahrungen direkt zu uns kommen und euch direkt austauschen. Und das Zweite ist die community.ipadblog.de. Das ist eine Community auf Google+. Die Tech-User German, die sich austauschen können über gewisse Tatsachen, wie zum Beispiel iPad, iPhone, Apple Watch, andere Hardware im Bereich Androidware und das alles halt ja online ohne Probleme mit den richtigen Thematiken und natürlich halt möchten wir darauf hinweisen, dass dort auch die Schulungsunterlagen dargestellt werden, weil wir auf der Denkform GmbH oder bei der Denkform GmbH die Apple Watch Schulungen anbieten. Die werden schon interessant werden, wir haben ein gutes gefülltes Programm, 2 Stunden insgesamt und den Link zu den Schulungsanmeldungen und zu den Inhalten, den seht ihr ebenfalls in der Show. Und wenn ihr wollt, hinterlasst eure Kommentare, Meinungen, Anregungen für uns einfach in der Kommentarfunktion oder auf Facebook. Vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, super, hat mich gefreut. Danke für die Drohnen, weil ich... Ja, keine Ursache, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, auch vielen Dank hier im Zuschauerbereich, dass alle heute anwesend da gewesen sind. Ich lade jetzt alle ein, nochmal zusammenzukommen, ein bisschen miteinander zu sprechen, Networking zu betreiben und Autogramme geben wir dann auch wahrscheinlich, ne? Und auch danke an die Kameraposition, das war sehr, sehr gut gewesen. Vielen Dank fürs Downloaden dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Euer Raffi Schimanski und Sven Pfeiffer.